Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja gefragt, was wollen wir eigentlich mal wieder in Minecraft bauen? Und da hat der Zerxeszock tatsächlich gleich geschrieben, den BER-Flughafen sollen wir mal nachbauen. Ja, das werden wir auch machen, das Projekt. Das fand ich gar nicht mal so schlecht, weil da ist wirklich... Warum springe ich denn hier? Na gut. Weil da ist ja auch wirklich Eisenbahn mit bei und Tunnel und sowas alles. Also... Das werden wir auf jeden Fall machen und ich habe hier nämlich gerade noch diese wunderbaren Steine gefunden. Wir haben auch Wolle, weiße Wolle werden wir auch viel gebrauchen dafür. Das habe ich mir überlegt für die Landebahn und den Dirt werden wir den Bahnhof bauen aus Dirt. Nee, Quatsch. Nicht Dirt. Aus Diorit. Wie komme ich auf Dirt? Keine Ahnung. So. Deswegen bauen wir uns den hier gleich mal ab, weil ich nicht weiß, ob wir den nochmal irgendwo finden werden. In der Höhle hier werden wir natürlich nicht uns groß aufhalten. Wir werden jetzt hier einfach nur das rausklauen, was wir da so ein bisschen brauchen für den BER. Und ja, bis 2017 haben wir dafür Zeit. So schreibt er. Ja, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall finde ich ja schon mal ganz toll, dass ihr euch da gleich meldet und gleich sagt, das und das wollt ihr gebaut haben und vor allem, dass ihr wirklich auch noch wollt, dass denn noch Tunnel gebaut werden. Das ist ja spitze. So, hier machen wir gleich mal uns das Eisen, weil wir brauchen irgendwie wieder mal ein bisschen Werkzeug. Geht ja irgendwie alles kaputt hier, ne? Ja, und aus diesen Lavasteinen und sowas wollen wir dann die Lande- und Startbahn bauen. Und aus weißer Wolle im Grunde genommen die ganzen Striche, die es da so gibt. Aber ich bin noch am überlegen, wie wir irgendwas Gelbes hinbekommen für... ja, im Grunde genommen für die ganzen Hangar und sowas. Das weiß ich auch noch nicht. Muss ich mir echt noch überlegen. Vielleicht habt ihr ja da auch noch ein paar Ideen, wie man gelbe Striche hinbekommt. Ihr könnt das einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Und ja, vielleicht wird das ja was jutet mit dem Flughafen. Vielleicht werden wir auch schneller fertig. Mal gucken. Also diesen Stein habe ich mir gedacht jetzt hier für den Bahnhof. Der ist ja unterirdisch. Das heißt, wir müssen auch richtig viel buddeln. Das wird natürlich wieder eine mühselige Angelegenheit. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Schienen da unten sind, aber ich glaube, was ich da so bisher gesehen habe, sind das 4 Schienen. Warum wird denn das da... Achso, deswegen wird es so hell. Haha, okay. So, den nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Ist ja schon mal ganz praktisch, dass wir eine Höhle gefunden haben, wo es den Stein gibt, ne? Dass wir da... Wahrscheinlich da, wo wir dann anfangen zu bauen, da gibt es den sonst wie oft, ne? Kann natürlich auch passieren, aber was wir haben, haben wir. Aber den gibt es hier echt ziemlich übel. Ja, und warum springt man denn jetzt hier immer? Also ich spiele ja jetzt hier in der 10, ja, aber... Ach so, das ist dieses... ich verstehe, das ist dieses, was es jetzt neu gibt in der 1.10, dass man... gar nicht mehr springen braucht. Der springt ja jetzt alleine da hoch. Ja? Ich habe nicht mal gesprungen. Also, das ist ja praktisch irgendwie. Ne? Also manche wollen da Moves Terran haben. Minecraft löst das so. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Eisen erstmal wieder. Hier haben wir noch... Aber ich weiß nicht, irgendwie... Also ich hätte lieber die Leertaste gedrückt. Weiß nicht, das ist, man muss sich noch daran gewöhnen, dass man da jetzt so... Weil gerade wenn man jetzt hier, weiß nicht, hier so jetzt hier läuft, ja, dann wupp, wupp, irgendwie... Gut, war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber... Ja, wenn ihr Minecraft spielt, ihr wisst schon Bescheid, was ich meine. Ist ein bisschen kompliziert. So, Kohle hatten wir da hinten, dann hauen wir... Ich drücke wieder die Leertaste. Ich brauche die nicht mehr drücken. Das ist jetzt gerade so irgendwie für Faule, ne? Kein Bock, Leertaste zu drücken... Brauchst du nicht mehr. Aber ich glaube, das kann man sich auch irgendwie ausschalten. Und
Hier, ja? Jetzt will er springen, im Grunde genommen, und man springt da hoch eigentlich. Total doof irgendwie. Also weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Ist sehr verwirrend. Ich hoffe, man kann es ausschalten. Hier, ja, schon wieder gesprungen wie ein Bekloppter. Dabei geht es eigentlich abwärts. So, was war denn das jetzt hier für ein Stein? Das war. Gut. Ja, den können wir mal auch mitnehmen. Der sieht ja auch nicht schlecht aus. Könnte man vielleicht die. Den Boden vom Bahnhof machen, den Stein. Und die Säulen dann. Also den Stein für den Boden und den für die Säulen. Das sieht doch vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Den Kies wollte ich nehmen für das, na, das Kiesbett, im Grunde genommen für die Schienen. Ist schon logisch, ne? Kiesbett. Nimmt man Kies. Ja. Und dann kommen da die Schienen rauf und weiß nicht, ob der Stein hier vielleicht besser ist, so für. Wir wollten uns Fackeln bauen. Jetzt wird's scheinbar hell. Unsere Zombies, die sind ein bisschen angebrannt, klar. Kraut. So, das ist nochmal Stone da hinten. Ja, das ist praktisch, dass man diese zwei Steine, finde ich nicht schlecht, hier findet. Ich denke mal, wir werden die noch öfters finden, aber wir nehmen sie jetzt einfach mal mit. Wir können uns ja auch irgendwo eine Kiste bauen und die dann da reinschmeißen. Es stört ja nicht. Hauptsache, wir haben die schon mal. Hier, das. Ja, hier, wegen dieser blöden Ecke. Hier, wegen dieser Ecke springe ich hier rüber. Ja, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Hoffe ich. Schaltet. Also ich schalte es aus, wenn es auszuschalten ist. Weiß nicht. Gefällt mir nicht. Ist vielleicht noch in der Entwicklung. Hier, das. Man springt hier nur wupp, 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 von einer Ecke zur nächsten. So. Gut, was brauchen wir denn noch? Also wir brauchen natürlich für die Terminals, brauchen wir auch irgendwelche Steine. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht für die Terminals. Ich war jetzt eher so auf dem Bahnhof erstmal. Und das ist ja. Das ist ja nervig, aber die Steine nehmen wir auch noch mit. Mann, hier gibt es ja richtig viele Steine, ne? Was ist das denn? Ach so, Granit. Granit. Nicht schlecht. Gut, ich weiß jetzt nicht wirklich, was wir mit Graniten machen, aber es gibt ja zum Beispiel auch diese Stoppzeichen auf dem Flughafen. Vielleicht könnte man die mit den Granitsteinen dann so im Boden markieren, dass da denn Stopp ist. Weiß nicht. Ah, ich brauche keine Leertaste mehr drücken. Wann lerne ich das? Nie, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nie. So. Da oben ist normale Erde. So, den Granit, den nehmen wir uns hier auf jeden Fall noch mit. Dann sollten wir uns auch denn irgendwann mal eine Kiste bauen, wo wir dann die ganzen Sachen hinpacken für den Flugplatz. Weil wir werden ja wahrscheinlich jetzt nicht gleich irgendwie wieder rumgesprungen hier einen vernünftigen Bauplatz finden, weil der muss ja schon groß sein, der Bauplatz. Ansonsten wird das ja nur ein kleiner Flugplatz. Naja gut, ich meine, von den Kapazitäten her sollte der ja mindestens 2025 irgendwie 45 Millionen Passagiere aushalten. Ne? Sonst müssen wir hier in Minecraft auch nochmal umbauen, den Flugplatz. Wäre ja auch doof.
So, nehmen wir uns das alles auf jeden Fall mit. Hoffentlich finden wir jetzt nicht nochmal einen schönen Stein. Nicht, dass wir dann noch den nächsten schönen Stein hier abbauen. Gut, die sind alle weg. Kohle können wir auch nochmal mitnehmen. Ja, und dann müssten wir ja eigentlich irgendwie mal unser Zuhause wiederfinden. Unser eigentliches Zuhause. Wir haben uns ja in der letzten Folge derartig verlaufen. Aber irgendwo hier auf der Insel muss es ja sein. So. Ist das schön? Ich brauche keine Leertaste drücken. Ja, das ist so, weiß ich nicht, für Faule, ne? Also wahrscheinlich, wenn du per Handy spielst oder sowas, dann ist das sehr praktisch, aber irgendwie so mit Tastatur will ich das eigentlich nicht so. Da will ich lieber die Leertaste drücken. Mensch, guck mal, hier ist auch überall Granit. Mensch, ist ja eine richtige Granitinsel hier. Ja, das war. Ups. Mein Kollege der Creeper. Ach, gucke, hier ist Kies. Das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen für die. Ja, fürs Kiesbett. Und, jetzt habe ich hier wieder Blödsinn gebaut, ne? Fürs Kiesbett. Hier, ich will hier raus. Ich will hier raus. Na. Das gibt's nicht. Die Strömung, die macht ein Fett hier. So. Gut, hier hinten sind die Hasen. Ja, Holz brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt. Wir müssen vielleicht auf dem Flugplatz natürlich uns ein paar Sachen einkästen, dass wir das so, ja, so ein paar Linien ziehen können. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt damit Holz machen. Also so eine Markierungslinien, wo was hinkommt. Weiß nicht, da gibt es bessere Materialien. Schon wieder hier rumgesprungen. Also das ist, ich weiß nicht, ist so ein bisschen. Das war irgendwie schön gedacht, aber möchte ich sagen, setze ich nicht durch. Weil das ist schon sehr verwirrend, wenn der da permanent hochspringt. Ja, ihr könnt es ja einfach mal in die Kommentare reinschreiben, wo man das ausschalten kann. Ich denke mal, das wird man ausschalten können, ne? Schauen wir einfach mal. Eine Option, dann wahrscheinlich hier irgendwo bei Steuerung, wa? Autojump. Weiß ich nicht. Ja, jetzt ist es aus. Also ihr habt gesehen, wo man es ausschalten kann. Da könnt ihr es ausschalten. Nochmal. Bei Optionen, dann bei Steuerung hier oben Autojump. Einfach ausmachen. Ist viel besser irgendwie. So. Was brauchen wir denn noch? Hier ist nochmal Kies. Lassen wir mal. Wir müssen ja auch ein bisschen Kies mal da lassen. Wo kommen wir hier hin? Hier ist nichts. Hier hoppeln der Häschen rum. Sehr schön. Aber hier müsste das doch irgendwo sein, unser altes Zuhause, oder? Was mich jetzt ein bisschen auch stört, ist natürlich, für den Flugplatz brauchen wir jetzt richtig viel Platz. So, und hier haben wir jetzt überall nur Gebirge. Guck mal, da hinten ist Lava. Lava wäre ja schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, hier müsste irgendwo unsere. Haha. Unsere Höhle sein. Irgendwo hier war das.
Ich weiß nicht, wir können natürlich auch, das ist ja in Minecraft kein Problem mit der Statik. Das heißt, man könnte ja einfach irgendwo hier auf dem Felsen oben anfangen zu bauen. Aber das wäre mir auch ein bisschen zu blöd, weil wir brauchen ja wirklich noch diesen Eisenbahntunnel. Und im Grunde genommen wäre es echt nicht schlecht, wenn wir so eine etwas gerade Strecke hätten. Ach, was baue ich denn jetzt hier schon wieder? Das ist ein bisschen gerade. Das wäre schon nicht schlecht. Schon ein bisschen. So, und da. Zack. Irgendwo hat doch hier gerade ein Huhn Ei gemacht, oder? Das hat doch eben Wop gemacht da. Ja, hier oben wäre nicht schlecht, ne? So. Holen wir uns noch deinen Dinkies hier. Da haben wir schon wieder. Eieieiei. Also Kies haben wir auf jeden Fall reichlich irgendwie. Ach, kann ich gar nicht mehr aufnehmen? Sind wir schon voll, ja? Hohoho. Ja, wir haben ja schon richtig viel Kies. Guck an. Dann essen wir mal schnell was. Das wird ja schon wieder duster. Mensch. Das geht ja wieder schnell. So, gehen wir doch mal da hinten zur Lava. Wir müssen uns ja auch irgendwo erstmal so einen kleinen Bungalow bauen, wo wir ein bisschen überleben können. Schon ein bisschen zumindest. Jetzt habe ich natürlich so das. Ach komm. Verrottetes Fleisch schmeißen wir mal raus. Und das Ding können wir auch rausschmeißen. Holz hat er aufgenommen, gut. So. Wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir Lava, hier haben wir Schafe. Schaf, nein! Nein! Überleg, was du machst. So, hier hätten wir es wenigstens ein bisschen hell. Und die ganzen Viecher spawnen. Ich sehe das schon. So. Ups. Und dann gehen wir hier mal rein in den Berg rein. Wir müssen ja mal gucken, ob wir noch ein paar Rohstoffe dann finden. Eisen und sowas alles. Brauchen wir ja alles. Mensch, wir sind viel zu voll. Wir brauchen eine Kiste. Da wäre eine Höhle. Dann machen wir das mal. Wie machen wir das? Machen wir hier nochmal weg. Bauen uns hier eine Tür rein. So. Dann können wir das erstmal aufnehmen. Ja, und dann sind wir schon am Ende einer Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und ihr habt auch hohes Interesse daran, endlich einen Flughafen hier zu haben. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den bauen würdet. Ob ihr, ja, mit welchen Steinen ihr da was bauen würdet, würde mich schon interessieren. Deswegen schreibt das einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch, ja, Ideen, was wir hier mit diesem roten Granit machen können und sowas alles. Wäre echt nicht schlecht, wenn ihr da ein bisschen in die Kommentare reinschreibt. Gut, wir entlernen uns jetzt hier noch schnell und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal hier in diese Höhle reingehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke für die Kommentare.